Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in diesem Video lernst du, wie du mit einem Arduino und einem Bluetooth-Modul eine LED mit deinem Handy steuern kannst. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Download der Programme. Fangen wir an. Der erste Schritt besteht darin, die Hardware einzurichten. In diesem Tutorial zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das Bluetooth-Modul und die LED mit dem Arduino verbindest. Für dieses Tutorial benötigst du ein Breadboard, ein Bluetooth-Modul, eine LED, einen 220 Ohm Widerstand, einen Arduino und einige Drähte. Zuerst steckst du den Arduino und das Bluetooth-Modul auf das Breadboard. Danach verbindest du VCC des Bluetooth-Moduls mit 5V des Arduino. Im nächsten Schritt verbindest du GND des Bluetooth-Moduls mit GND des Arduino. Danach verbindest du TXD des Bluetooth-Moduls mit Pin 2 des Arduino. Anschließend verbindest du RXD des Bluetooth-Moduls mit Pin 3 des Arduino. Nun steckst du den 220 Ohm Widerstand auf das Breadboard und verbindest Pin 6 des Arduino mit dem Widerstand. Danach steckst du die LED auf das Breadboard. Die Anode, also der Pluspol der LED, muss mit dem Widerstand verbunden werden. Zu guter Letzt verbindest du die Kathode, also den Minuspol der LED, mit GND des Arduino. Der zweite Schritt ist die Programmierung einer App für dein Smartphone. In diesem Video werden wir den mit App Inventar 2 verwenden, um die App zu programmieren. Du wirst verschiedene Möglichkeiten kennenlernen, die LED mit deinem Smartphone zu steuern. Zuerst musst du ein neues App-Inventar-Projekt erstellen. Danach erstellst du dein App-Design mit allem, was du willst. Ich werde verschiedene Buttons, einen Schalter und einen Schieberegler erstellen, um dir zu zeigen, wie du diese verwenden kannst. Der Listpicker und der Bluetooth-Client sind die wichtigsten Komponenten. Ohne sie wird es nicht funktionieren. Nachdem du dein eigenes App-Design erstellt hast, kommst du zum Programmieren. Nach einem Klick auf Blocks musst du der Bluetooth-List mitteilen, dass sie die Bluetooth-Adressen und Namen anzeigen soll. Im nächsten Schritt verbindest du das Smartphone mit dem von dir ausgewählten Bluetooth-Modul. Nun musst du immer dann einen Text von deinem Smartphone an das Bluetooth-Modul senden, wenn etwas passiert. Du musst auch einen Buchstaben an das Bluetooth-Modul senden, um zu bestimmen, was der Arduino mit dem Wert tun soll, den du an ihn gesendet hast. Thank you.
Der dritte Schritt besteht darin, den Code für den Arduino zu schreiben, damit er weiß, was er tun soll, wenn er verschiedene Zahlen und Wörter empfängt. Zuerst musst du die Software serial.h-Bibliothek einbinden und die RX- und TX-Pins definieren. Als nächstes definierst du einige Variablen, die du später benötigst. Nun startest du den seriellen Monitor und das Bluetooth-Modul, also MÜ-Serial, mit 9600. Im Setup definierst du auch, dass die LED ein Output ist. In der Schleife musst du warten, bis das Bluetooth-Modul etwas empfängt. Mit Parseint gibst du den ersten gültigen Long-Integer aus dem seriellen Puffer zurück und speicherst ihn unter Incoming-Value. Danach liest du erneut den Puffer des Bluetooth-Moduls und speicherst den Buchstaben als Incoming-Text. Aufgrund des Buchstabens, den das Handy gesendet hat, kannst du dem Arduino sagen, was er mit dem Incoming-Value machen soll, wenn sie zum Beispiel ein A gesendet haben. Im vierten Schritt heißt es jetzt, den Erfolg zu genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du irgendwelche Fragen oder Ideen hast.